Erster Akt, dritte Szene, Martha Wendler und Thea in der Stadt. Ah, oh, wie undicht meine Schuhe sind. Oh Mann, dieser Wind, meine Haare. Ich finde das Wetter eigentlich ganz cool. Lass mal zur Brücke gehen. Ilse meinte, die Jungs hätten da gestern Floß gebaut und Melchior Gaber, der wäre da fast ersoffen. Der kann ja eigentlich gut schwimmen. Oh ja, ich meine, wenn das nicht könnte, wäre er jetzt sicher tot. Ja. Martha, der Wind hat deinen Zopf zerzaust. Ach, lass den aufgehen, der nervt mich immer. Kurze Haare tragen wie du darf ich nicht und offenes Haar wie Wendler auch nicht, ein Pony erst recht nicht und das nur wegen den blöden Tanten. Morgen bringe ich in Rallye eine Schere mit und dann schneiden wir dir die Haare ganz kurz. Ich meine, sind deine Haare, scheiß doch auf die alle. Mein Gott, Wendler, nein, meine Eltern kriegen einen Kollaps, ich werde geschlagen und habe dann 3 Monate Hausarrest. Das ist auch nicht gerade toll. Manchmal glaube ich, dass es ihnen auch nicht recht wäre, wenn ich besser oder anders wäre. Martha, das glaubst du doch selbst nicht. Ja, aber du darfst dich doch auch schminken, oder? Ja, Mama sagt, das betont meine Augen gut. Ja, siehst du, sah bei mir auch gut aus. Aber als es Mama dann entdeckt hat, wollte sie mich gleich wieder schlagen. Ich wäre schon längst abgehauen. Ja, was meinst du, was ich vorhab? Ich warte nur darauf, dass ich ihr einmal keine Vorwürfe machen kann. Du hast Nerven. Aber Papa hat mir halt mal das T-Shirt weggerissen und dann musste ich runter auf die Straße und war erstmal weg. Was? Ja, es war richtig kalt, aber dann bin ich wieder nach Hause zurück und da haben sie auf mich gewartet und ich musste im Bad schlafen und Papa hat mir auch noch den Teppich weggenommen. Haben sie dich dann geschlagen? Nee, da nicht. Ja, mit was schlagen die dich? Ja, mit allem, was so gerade in der Nähe ist. Manchmal glaube ich, meinen Eltern macht es einfach Spaß, mich zu schlagen. Wenn ich jemals Kinder habe, dann kümmere ich mich einen Scheiß um die, wie um das Unkraut im Garten. Meine Kinder werden nur rosa Klamotten haben, bis auf die Socken, die sind schwarz. Und ich erziehe sie ganz streng. Ja, könnt ihr denn schon Kinder kriegen? Ja. Ja. Ich nicht. Was willst du denn mal lieber haben, Jungs oder Mädchen? Nur Jungs. Ich auch. Ja, lieber 20 Jungs als 3 Mädchen. Mädchen sind ja auch irgendwie langweilig, oder? Ja, ich wäre eigentlich viel lieber ein Junge. Ich bin eigentlich froh, ein Mädchen zu sein. Ich meine, es ist doch viel cooler, vom Mann geliebt zu werden, als von einem Mädchen. Willst du damit behaupten, der eine liebt den anderen mehr? Ja. Du bist Eitelwendler. Guck dich doch mal an, wie du läufst. Da kommt Melchior. Mann, ist der heiß. Der sieht aus wie Brad Pitt. Gott, Martha, was stellst du dir vor? Der soll richtig gut sein, Melchior meine ich. Ich finde Mo eigentlich besser. Moritz Stiefel? Dembo? Ist das ein Dödelsack? Ach, reden kann man mit dem ganz gut. Der ist doch so kindisch. Wusstet ihr, dass Melchior Atheist ist? Na, aber kein Scheiß. Doch. Wendler gesprochen von Franzi, die Martha gesprochen von Alex und die Thea gesprochen von Anna.